Wie ihr ohne Nachteile eure jährlichen Ausgaben um mehrere hundert Euro senken könnt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Für diese Rechnung habe ich mir jetzt mal eine Person ausgedacht mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 40.000 Euro brutto. Sie wohnt in Berlin in Spandau und hat eine 50 Quadratmeter Wohnung. Nennen wir sie einfach mal Paula. Was will ich jetzt in diesem Video machen? Ich will mal Kosten aufzeigen, die fast jeder hat, sowas wie Gas und Strom. Die wollen wir ersetzen durch bessere und günstigere Anbieter und möglichst so wenig Nachteile wie möglich in Kauf nehmen. Wie schaut es aktuell bei Paula aus? Naja, ihr Konto hat sie bei der Berliner Sparkasse, sie hat das Konto Giro Digital und noch dazu eine Kreditkarte. Der Jahresbetrag ist 75 Euro. Ihre Krankenkasse nennt sich Actimonda, die gibt es wirklich und die hat einen Zusatzbeitrag von 1%. Das ist in Berlin der durchschnittliche Zusatzbeitrag. Hier zahlt sie durch ihren Bruttojahreslohn, 1% davon sind halt die 400 Euro, 40.000 Euro mal 1%, dann kommt man auf die 400 Euro im Jahr. Vattenfall, da bekommt sie Strom, 2000 Kilowattstunden pro Jahr und Vattenfall ist halt Grundversorger, sie ist im Grundversorgertarif und zahlt da ungefähr 695 Euro im Jahr. Beim Gas sieht es ähnlich aus, hier auch rechnen wir mit dem Grundversorgertarif, da hat sie 5000 Kilowattstunden im Jahr und zahlt 409 Euro. Als Handyvertrag hat sie einen Vertrag ohne Handy bei Vodafone, der heißt In mit 3 GB und zahlt 228 Euro im Jahr. Und jetzt optimieren wir das Ganze mal. Oben sehen wir ihre alte Rechnung, da hat sie dann gesamt 1807 Euro im Jahr zu zahlen. Und jetzt schauen wir mal, was wir da rausholen können. Die Sparkasse ersetzen wir mit einer Direktbank, mit der DKB in dem Fall. Da hat sie 0 Euro im Jahr zu zahlen, bekommt ein Girokonto plus eine Visa-Card. Also hat die gleiche Leistung wie auch bei der Sparkasse. Ihre Krankenkasse wechselt sie von Actimonda zur HKK. Das ist die günstigste in Berlin mit einem Zusatzbeitrag von 0,5%. Und wir reduzieren dann den Zusatzbeitrag von 400 auf 236 Euro im Jahr. Stromanbieter wechselt sie zur Süwag in den Ökostromtarif. Dort zahlt sie dann nur noch 583 Euro. Auch bei Gas geht es in den Ökostromtarif mit 328 Euro. Ihren Handyanbieter wechselt sie nur ein bisschen. Wir kopieren von Vodafone zu Lidl und bleiben damit aber im Vodafone-Netz und zahlen 169 Euro im Jahr. Also die Differenz dieser ganzen Rechnung sind halt 1807 minus 1316 Euro und damit komme ich auf die 491 Euro im Jahr. Das sind jetzt alles Sachen, die kann man halt allen Anbieter kündigen, neuen Anbieter ja, Vertrag abschließen. Bei Gas und Strom kann sogar passieren, dass die Kündigung übernommen wird vom neuen Anbieter. Da kann also wenig schief gehen. Jetzt gibt es noch ein Fazit zu dem Ganzen. Ich spare jedes Jahr 491 Euro, habe so gut wie keine Nachteile. Ich habe sogar Biogas und Biostrom, was vorher konventionell war. Mit der DKB habe ich noch einige Vorteile. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, an Geld kostenlos im Ausland zu kommen, kann mit der Kreditkarte im Ausland zahlen ohne Zusatzkosten und bekomme sogar noch einigermaßen gute Zinsen auf die Visa-Card. Bei Lidl Connect habe ich eine vierwöchige Abrechnung. Die habe ich schon berücksichtigt. Das ist ein Unterschied zum monatlich und komme damit auf die 169 Euro im Jahr. Habe sogar noch eine SMS-Flat dabei. Kleiner Nachteil wäre, dass Vodafone im LTE-Netz ist und Lidl ist irgendwie auf 32 Mbit pro Sekunde limitiert. Das sollte aber auf dem Handy dicke reichen. Hier noch ein paar Tipps. Es gibt hier Preisvergleiche, die das Ganze ja, einfacher machen, da den richtigen Anbieter bei diesen ganzen Geschichten zu finden. Ein paar Tipps, die ich mache, ist immer, man deaktiviert diesen einmaligen Bonus, weil man bekommt immer nur den Preis von einem Jahr angezeigt. Der kann durch den Bonus im ersten Jahr eine ganz tolle Ersparnis sein. Im nächsten Jahr kann die schon wieder dahin sein und man bezahlt zum Teil mehr als beim Grundversorger. Also immer den Bonus rausrechnen, sonst muss man jedes Jahr wechseln. Und ob das mit dem Bonus gut geht, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Gab schon öfter Fälle, wo Boni dann eben nicht ausgezahlt werden oder die sind an ganz komische Bedingungen geknüpft. Also Bonus würde ich da nicht mit reinrechnen. Sieht zwar schön aus, wird aber im schlimmsten Fall zu eurem Nachteil sein. Beim Strom oder Gas, da würde ich Stadtwerke nehmen, einfach weil die selber Strom herstellen. Es gibt da auch einfach nur Stromhändler, die haben im Grunde nur ein Büro und kaufen halt an der Strombörse Strom und verkaufen ihn wieder an euch. Ich finde es da seriöser, zu einem Stadtwerk zu gehen, die auch tatsächlich selber Strom herstellen. Für Vegetarier noch ganz wichtig, wenn ihr Biostrom nehmt, dann beachtet darauf, dass Biomasse da nicht reingerechnet wird, denn das funktioniert nur mit Massentierhaltung. Machen aber viele schon, dass sie dann nur aus Wasserkraft oder Windkraft ihren Strom verkaufen. Was man natürlich immer machen sollte, die Konditionen sollte man genau lesen.
Vorsicht bei der Staffelung auch. Es gibt Pakete, wo der Preis abhängig vom Verbrauch ist. Also wenn man mit 5000 Kilowattstunden, zum Beispiel Gasvergleich, gibt es dann Tarife. Wenn man 4500, sag ich mal, zum Beispiel verbraucht, fällt man in einen ganz anderen Tarif rein. Also da bitte aufpassen. Die Vergleichsportale würde ich auch nur zur Orientierung nehmen. Erstens buche ich mir beim Anbieter direkt ohne Umweg über das Vergleichsportal. Und man sollte auch die ganzen Filter, die dieses Vergleichsportal setzt, mal genau prüfen. Zum Beispiel gibt es da Verivox-Richtlinien. Die haben hier mal die Stadtwerke Würzburg rausgefiltert, die ja wirklich jetzt nicht unseriös sind. Und man bekommt vielleicht Sachen nicht angezeigt, die man gerne angezeigt hätte. Man muss halt auch beachten, diese Vergleichsportale, die verdienen mit, wenn ihr über die so einen Vertrag abschließt. Die haben also auch da ein Interesse, vielleicht andere Tarife mehr zu pushen als die für euch optimalen, weil sie da einfach weniger mitverdienen dran. Wenn ihr noch ein paar Tipps habt, wie man in der Art, wie ich es gezeigt habe, gerade Geld sparen kann, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Gerne auch ausführlicher, wenn da ein guter Kommentar dabei ist, wird das selbstverständlich auch gepinnt.